So, jetzt sind wir wieder da. Oh, das ist geil. Geil und scheiße zugleich. Ja, noch besser. Das ist genau das. Warte mal. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Das ist cool, aber man kann mitmachen, ist super. Wie artet das hier aus, sag mal? Einfach nur eine Gruppe von Spielern, die einfach nichts anderes macht, als da rumzustehen und Quatsch. Irgendwie geil. Aber wir müssen zurück. Die Pflicht ruft. Wo sollen wir eigentlich hin? Oh Gott, ist das laut, ey.
also nach Arteum, ne? Yep. Oh, wow. Okay. Ah, es ist wieder da. Gut. Ist auch ein tolles Outfit, ne? So. Stopp. Mit Walsiren sollen wir sprechen. Oh, echt geil. Sowas auf Video aufzunehmen ist immer super. Hat man selten. Wir haben versagt. Ja, okay. Das Konklave war trotz bester Bemühungen nicht in der Lage, die entschlossenen Diamanten einzustimmen. Wir können die Diamantschlüssel nicht nutzen, um den Kristallturm zu betreten. Aber was ist mit euch? Konntet ihr Darien und diesen Verräter Layton aufspüren? Ich habe sie gefunden. Layton hat mir geholfen, Nocturnals wahren Plan zu erkennen. Sie will die Wirklichkeit neu erschaffen. Unter Einsatz des Kristallturms und Sotasils Techniken zur Verwendung von Lebensenergien? Dann steht wirklich unser Ende bevor. Ohne einen Weg in den Kristallturm können wir nicht einmal versuchen, Nocturnal herauszufordern, geschweige denn sie wirklich aufhalten. Clavicus Vile hat mir angeboten, dass wir sein Reich nutzen können, um den Kristallturm zu erreichen. Ist vom Psychic-Orden wirklich nur noch das übrig? Er ist gezwungen, die Hilfe eben jener dädrischer Fürsten anzunehmen, die uns überhaupt erst in diese Lage gebracht haben? Aber das Erreichen des Turms ist bedeutungslos, wenn wir nicht die Diamantschlüssel nutzen können, um hineinzugelangen. Mephala könnte uns vielleicht dabei helfen, die Entschlossenheit Diamanten einzustimmen. Ich habe mich gegen diese Entscheidungen verwehrt, als Layton sie das erste Mal vorschlug. Denn Geschäfte mit den Fürsten gehen oft nicht gut aus. Aber welche Wahl haben wir schon? Doch danke, dass ihr einen Weg vorangesucht habt. Es mag schwierig werden, aber wenigstens haben wir eine Chance. Ich werde mit den Vorbereitungen in der Traumhöhle beginnen. In der Zwischenzeit hat mich Sotasil gebeten, euch gleich nach eurer Ankunft zu ihm in sein Arbeitszimmer zu schicken. Ich bin mir nicht sicher, was er möchte, aber ihr solltet ihm von eurem Zusammentreffen mit den verratenen Fürsten erzählen. Wisst ihr, warum Sotasil mich sehen will? Es hat zweifelsohne etwas mit dem Kristallturm zu tun. Sotasil war noch nie sehr mitteilsam. Doch aus irgendwelchen Gründen scheint er euch zu mögen. Aber sagt mir, was ist mit Darien und Layton? Darien ist auf dem Weg und er wird Layton mitbringen. Beide haben sich zur Rückkehr entschieden? Ich bin überrascht. Meridias Ritter ist hieran beteiligt, aber warum kommt Layton freiwillig zurück? Das ergibt doch keinen Sinn. Nun, geht und sprecht mit Sotasil. Vielleicht kann er etwas klarer erläutern, womit wir im Kristallturm rechnen müssen. Ja. Sotasil wartet auf euch in seinem Arbeitszimmer. Erzählt ihm von der Allianz mit den dädrischen Fürsten und fragt ihn, was wir im Kristallturm zu erwarten haben. Ich warte auf Dariens und Laytons Rückkehr. Wenn Vile und Mephala den Weg freimachen, wie lautet dann unser Plan, um den Kristallturm zu erstürmen? Wir werden nur eine kleine Streitmacht schicken wollen und den Großteil des Konklaves zurücklassen, falls unsere Bemühungen im Kristallturm scheitern. Überlass die Einzelheiten mir. Ich bin mir nicht sicher, wie wir Nocturnal aufhalten werden. Vielleicht hat Sotasil ein paar Ideen. Ein Gott gegen einen Gott aufwenden. Und wenn der Gott lebt, ist es sogar noch besser für uns. Wow. Das Tribunal wurde gewarnt. Es wird Vorbereitungen für den Fall treffen, dass wir hier scheitern. Ich bezweifle aber, dass selbst das Tribunal den losbrechenden Sturm überstehen wird, falls das Schlimmste eintritt.
Ich habe berechnet, dass eure Taten über den Ausgang der Ereignisse bestimmen werden. Habt ihr deshalb nach mir geschickt? Teilweise. Die möglichen Folgen disparater Handlungen zu ermitteln, wird einfacher, wenn man den Hauptkatalysator untersucht. Ihr habt die Neigung, in fast allen Lagen eben diese Rolle auszufüllen. Was ist geschehen, nachdem die Sapiarchen die Diamanten nicht einstimmen konnten? Ich bin ein Handel mit Vila eingegangen, um den Kristallturm zu erreichen. Und Mephala denkt darüber nach, die Diamanten einzustimmen. Ein wagemutiger Schritt. Aber ich kann die Logik dabei erkennen. Wer eignet sich schon besser als Rächer an der Verräterin, als eben jene Sterbliche, die ihre Pläne bei jeder Gelegenheit durchkreuzt? Wenn Mephala zustimmt, könnt ihr den Turm erstürmen. Ich wünschte nur, ich wüsste, was Nocturnal damit zu erreichen hofft. Nocturnal hat vor, den Kristallturm und die Kluftperlen der Seekrecken zu verwenden, um mit ihnen die Wirklichkeit neu zu erschaffen. Ich bin nicht sicher, welche Möglichkeiten der Kristallturm bietet. Aber wenn sie meine Techniken einsetzt, um Lebensenergie abzusaugen und den Turm so aufzuladen, eine interessante Anwendung der Magie der Kluftperlen. Das könnte klappen, denke ich. Was meint ihr? Wenn Nocturnal die Lebenskraft Nirns einsetzt, um die Macht des Kristallturms noch zu steigern, kann sie die gleiche Technik auch verwenden, um den Daedrischen Fürsten die Energie zu stehlen, in deren Reiche sie eindringt. Unendliche Verbindungen, grenzenlose Macht, einfallsreich. Also was tun wir, um all das aufzuhalten? Sammelt eure Gefährten und trefft mich in der Traumhöhle. Wir müssen Verbindung zu Vile und Mephala aufnehmen, damit ihr den Kristallturm betreten, das Herz des durchschaubaren Gesetzes bergen und den Turmkristall wieder instand setzen könnt. Das wird allerdings einen Schub göttlicher Energie erfordern. Wir brauchen göttliche Energie, um den Kristall des durchschaubaren Gesetzes instand zu setzen? Das durchschaubare Gesetz, ein Kristall an der Spitze des Turms, ist sowohl von metaphysischer als auch von fassbarer Natur. Nur göttliche Energie kann das Herz wieder damit vereinen und so den Kristall ganz machen. Natürlich weiß das Nocturnal allzu gut. Warum ist das so wichtig? Wenn Nocturnal die Wiederherstellung durchführt und das Herz mit dem durchschaubaren Gesetz verschmilzt, wird ihre Verbindung zum Turm tatsächlich unzerstörbar. Sie wird wirklich zu einem allumfassenden Wesen werden. Also was soll ich eurer Meinung nach tun? Ihr müsst den Kristallturm betreten und das Herz bergen. Dann sucht ihr nach einem Relikt voll göttlicher Energie und setzt das durchschaubare Gesetz instand. Erst dann greifen die eigenen Verteidigungsmechanismen des Turms wieder und können Nocturnals Einfluss abwehren. Zumindest in der Theorie. Okay. Was? Interessant. Tja. Bei mir hängt der Caster gerade. Aufnahme. Stopp. So, da bin ich wieder. Der erste ist da schon. Bei mir hängt X-Split. Das funktioniert einfach nicht mehr. Interessanterweise läuft der Stream noch mehr oder weniger, aber meine Anzeigen sind eingefroren. Ist auch gut. Sidjika trinken wohl lieber Wein, denn dieses Ale schmeckt einfach scheußlich. Ich habe Leighton zurückgebracht und was macht Valsiren? Mich wortlos und ohne Dank wegschicken.
Also wann ziehen wir los, um den Kristallturm zu erstürmen? Hier erzählt mir ja keiner irgendwas. Wir gehen in die Traumhöhle. Hoffentlich werden Vila und Mephala ihren Teil der Abmachung einhalten. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Ihr seid immer ehrlich zu mir. Das weiß ich zu schätzen. Aber als ich das letzte Mal gegen einen dädrischen Fürsten ins Feld zog, gab es eine Feier. Eine Gruppe. Dieses Mal sind es nur wir. Regt ihr euch auf, weil ihr keiner feiert? Was? Nein, nein. So hatte ich das nicht gemeint. Ich meine bloß, dass es damals mehr vertraute Gesichter gab. Freunde, von denen ich wusste, dass ich mich auf sie verlassen kann. Mit Verbündeten, die man kennt, in die Schlacht zu ziehen, darin lag ein gewisser Trost. Hier bin ich im Grunde nur ein Fremder. Ihr könnt auf mich zählen. Und vertrau mir, ich weiß das zu schätzen. Ihr ähnelt mir doch sehr, oder? Eine Außenstehende, die in Sachen verwickelt wird, die sie nicht wirklich versteht? Was immer auch geschieht. Sobald wir diesen irren Kampf hinter uns haben, gebe ich euch einen aus. Dann können wir nochmal ordentlich feiern. Ja, das war Nummer 1. Nach dem Flöten- und Heulkonzert hat der Chat wohl keinen Bock mehr, wird geschrieben. Ja, das scheint mir wohl so. Und XSplit auch nicht mehr. XSplit will sich auf jeden Fall beenden. Den muss ich gleich mit dem Taskmanager killen. Und dann kontrolliere ich, wie es auf YouTube aussieht, ob YouTube da sagt, ja, du hast den Stream beendet. Herzlichen Glückwunsch. Naja, Hauptsache die Aufnahmen auf im LP-Format sind gut. Das ist Arteum. Ras ist beeindruckt. Und der seltsame Himmel macht ihm Angst. Ah, hier kommt schon eure Freundin. Denkt aber daran, ihr wart niemals hier. Das Konklave mag keine Besucher. Für einen Ras hatte nie den Wunsch, ins Vergessen zu reisen oder eine magisch entrückte Insel zu besuchen. Aber nun fühlt sich Ras wie die Katze, die man mit dem Lieblingstruthahn des Bauern erwischt hat. Es tut gut, euch unversehrt zu sehen, meine Freundin. Nun sagt Ras, dass ihr einen Weg gefunden habt, um Sommersend zu retten. Wir haben einen Plan, aber es geht dabei um einen Handel, den ich mit Clavicus, Vilo und Mephala eingegangen bin. Ras wusste, dass der seltsame sprechende Hund euch nur zu Ärger führen kann. Meint ihr wirklich, dass wir diesen dädrischen Fürsten trauen können? Nein, dafür ist es zu spät. Erzählt Ras doch später den Rest eures Plans, ja? Wir werden den Kristallturm erstürmen und Nocturnal und Nocturna aufhalten. Töricht, aber tapfer. Aber sehr töricht. Ras hat sich schon vielfach dem sicheren Tod gestellt und dennoch sein Fell behalten. In weiten Teilen. Deshalb weiß Ras, warum ihr solche Dinge tut. Ras wird nicht versuchen, es euch auszureden. Er überbringt euch lieber gute Nachrichten. Ja, gute Nachrichten. Ras hat Königin Eiren gewarnt. Sie hat versprochen, die Anführer der anderen Allianzen zu benachrichtigen und eine mächtige Streitmacht aufzustellen, die sich um diese Bedrohung kümmern kann. Das wiederum führt zu den weniger guten Nachrichten. Und die wären? Die mächtige Streitmacht wird Sommersend erst in einiger Zeit erreichen. Oh, Ras könnte etwas über vorherrschende Winde, ungewöhnliche Stürme und andere Faktoren erzählen, die nicht unserer Kontrolle unterliegen. Doch es kommt aufs Gleiche heraus. Wir sind auf uns allein gestellt, meine Freundin. Werdet ihr mit mir in den Kristallturm kommen? Nicht dieses Mal. Ras muss zurückkehren und die göttliche Strafbehörde bei der Verteidigung Sommersends anführen. Falls der Kristallturm explodiert, werden wir die Insel evakuieren und so viele Leute retten, wie wir können. Möge das Glück von Jona und Jode mit euch sein, meine Freundin. Gut, Nummer 2. Rasumdar hat verlauten lassen, dass er mit euch sprechen will. Also habe ich es selbst übernommen, ihn nach Arteum zu bringen. Ich bin davon ausgegangen, ihr wollt mit ihm sprechen, bevor ihr zum Angriff auf den Kristallturm aufbrecht. Richtung Finale? Ja, das werden wir wohl jetzt im nächsten... Es wird gemunkelt, dass ich ins Finale komme langsam. Das wäre schon übel, wenn Morrowind und das hier schon zu Ende sind. Vor allem dann auch so plötzlich, ne? Also ich habe das... Da merke ich bisher noch nichts von. So.
Ich werde nochmal mit den Nächsten sprechen. Wenn mich nicht alles täuscht, muss ich als Nächstes wieder zurückrennen. Unserer Tochter ein wunderbarer Vater, Leighton. Das werde ich nie vergessen. Du warst ja immer Ealdavis Heldin, Val. Ich beneide die Art, wie sie zu dir aufgeschaut hat. Es tut mir leid, Leighton. Ich hätte bei euch sein sollen. Bei ihr. Am Ende. Du hast versucht, sie zu retten. Das weiß ich. Es war nur... Verdammt! Wir müssen gewinnen, Val. Die Dinge werden nie mehr so wie früher zwischen mir und Leighton sein. Aber ich glaube, dass wir einander jetzt ein wenig besser verstehen. Witzigerweise rückt das herannahende Ende der Welt viele Dinge in ein anderes Licht. Seid ihr bereit, das zu tun? Ich bin schon länger Mitglied des Psychic-Ordens, als ich mich erinnern kann. Aber das ist das erste Mal seit der Krankheit meiner Tochter, dass mir das Kommende wirklich Angst macht. Ihr müsst euch also das erste Mal dem Ende der Welt stellen. Die Welt endet andauernd. Ich bin nur daran gewöhnt, dass dies etwas Persönliches ist und nichts, was man mit dem Rest der Welt teilt. Die Welt endete, als der Ritenmeister starb. Doch eben nur aus seiner Perspektive. Wenn Nocturnal die Wirklichkeit neu erschafft. Lass uns in die Traumhöhle gehen und sicherstellen, dass das nicht geschieht. Ihr habt einen Weg gefunden, um mir Selbstvertrauen zu schenken, meine Freundin. In dieser Sache ähnelt ihr dem Ritenmeister. Wenn wir ihn bei dieser Sache nicht an unserer Seite haben können... bin ich froh, dass wir wenigstens euch haben. Ich hoffe nur, dass wir diesen Weg bis zum Ende gehen können. Ich treffe euch in der Höhle. Dieser Schrein. Baal und ich haben ihn für unsere Tochter errichtet, nachdem sie gestorben war. Die Hochelfen begraben ihre Toten nicht, aber wir... Ich brauchte etwas, um mich an sie zu erinnern. Vor der Krankheit liebte sie es, auf diesen Baum zu klettern. Ich hatte ganz vergessen, wie schön er ist. Kann ich darauf vertrauen, dass ihr uns helfen werdet? Da der Psychic-Orden und meine Herrin Mephala nun ein gemeinsames Ziel haben, kann ich meine Vorfreude kaum im Zaum halten. Aber keine Sorge. Ich werde wieder in Verbindung mit meiner Herrin treten, wenn es nötig wird. Ich habe euch mein Wort gegeben. Was genau wolltet ihr mit dem Hof des Aufruhrs erreichen? Der Hof bot mir ein Ziel, als mein Leben seinen Sinn verloren hatte. Unsere Fürsten versprachen, die Welt neu zu erschaffen und sie zu einem besseren Ort zu machen. Zu einem Paradies. Und sie wollten die Altmeer zurück in ihren alten Stand als Götter erheben. Das Leiden würde endlich ein Ende haben. Will Nocturna denn nicht immer noch genau das? Nicht im Mindesten. Die Neuerschaffung der Welt, um damit Tod und Krankheit auszumerzen, ist das eine. Vollständige Vernichtung, um sich selbst in ein Wesen von unendlicher Macht zu verwandeln. Nun, das ist etwas gänzlich anderes. Mephala wird das erkennen und euch die Hilfe zur Verfügung stellen, die ihr braucht. Gut, betrete die Traumhülle. So einfach geht das. So. Habe ich ja schon. Ja, wir sammeln uns offenbar jetzt fürs Finale. Bin gespannt. So. Und ich würde sagen, hier oben mache ich sowieso Schluss. Sage ich hier vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.